Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute die Steelbook-Wand. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, meine Steelbook-Wand ist ja fast fertig. Ist ja schon, ja, ich glaube, vor einem halben Jahr habe ich damit angefangen. Und ja, es wurde öfters nachgefragt. Ich habe auch letztens auf der Filmbörse in Nürnberg wurde ich da nachgefragt. Und ja, ihr habt mir auch so ein bisschen den Arschritt gegeben, dass ich das Ding fertig mache. Und ja, jetzt ist es fast fertig. Ich möchte vielleicht noch ein bisschen mit Beleuchtung arbeiten, mal gucken, was da noch geht. Aber im Großen und Ganzen ist sie endlich fertig. Und ihr seht sie schon im Hintergrund. Ich bin stolz drauf. Richtig cool, finde ich, seine Steelbooks zu präsentieren. Wie habe ich das gemacht? Das sind so eine, naja, U-Profile, nicht ganz U-Profile, würde ich sagen. Ja, wir haben, ja, weiß nicht, wie sie zahlen soll. Ich verlinke euch die mal unten in der Videobeschreibung. Das sind so eine Profile, die kriegt ihr im Baumarkt. Die kosten, ich weiß nicht, was sie kosten. Geld auf jeden Fall. Ja, die sind nicht ganz billig, aber ich weiß jetzt nicht, was eine gekostet hat. Tut mir leid, müsst ihr mal bei euch im Baumarkt gucken. Die kriegt ihr da zu kaufen. Dann macht ihr dort ganz einfach, bohrt zwei Löcher rein hinten. Ja, Dübel in der Wand. Und dann könnt ihr die befestigen. Und ja, die Steelbooks halten auf jeden Fall drin, auch wenn sie mal nach vorne umklappen, fallen sie nicht raus. Durch diese kleine Kante bleiben sie da wirklich sehr gut drin. Und ihr kriegt auf eine Leiste 7 Steelbooks, passen da perfekt drauf. Ihr seht das hier auch. Ich gehe da mal gleich noch ein bisschen näher ran. Ich zeige euch das mal noch ein bisschen ganz genau. Ich mache ein paar Kamerafahrten, komme gleich hier im Anschluss. Ja, wie gesagt, ich finde das Ding ziemlich cool. Ja, bereichert, sage ich mal, jetzt hier mein Wohnzimmer ein bisschen auf. Wie gesagt, hier steht die Couch und im Hintergrund sind die Steelbooks, dort ist der Fernseher. Ich finde das ziemlich cool. Ich hoffe mal, dass das Licht hier ausreicht. Hier ist ein bisschen dunkel drin. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt mal ein paar Schwenks. Verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Ja, wer da ein bisschen mehr Infos noch zu haben will zu dieser Steelbook-Wand oder schreibt mir, wie euch das Ding gefällt. Bin ich sehr gespannt drauf. Alles in den Comments. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.